Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout. Wir im Überlebensmodus. Ich habe gerade gesehen, dass wir wieder eine Krankheit haben. Und wir haben wieder vergessen, Antibiotika herzustellen. Periodischer Schaden. Mann! Ich hasse das, naja. Wir werden dann auf jeden Fall zurück nach Sanctuary gehen und Antibiotika herstellen. Aber fürs Erste werden wir uns hier ein bisschen umschauen. Und warum piept's hier? Bitte gib mir Antibiotika. Mehr will ich gar nicht. Ich will einfach wieder gesund sein. Da müssen wir uns diese Paste immer wieder reinziehen, die uns hilft, nicht krank zu werden. Bei solchen Fertigkeiten muss ich dir mal ein paar Orte zeigen. Warum tust du es nicht? Kinderbuchungstag. Gesamtes Personal. Wir möchten Sie daran erinnern, dass morgen unser Kinderbesuchtag ist, nicht Buchtag. Obwohl es laut Protokoll nicht gestattet ist, Kinder mit ins Werk zu bringen, lassen wir in diesem Jahr jeweils zwei Kinder für eine kurze Führung hinein. Wenn Sie teilnehmen möchten, füllen Sie bitte das Formular neben dem Haupteingang aus. Falls Sie mehr als zwei Kinder haben, aber trotzdem bei der Führung mitmachen möchten, stehen draußen Aufsichtspersonen bereit. Passen Sie auf sich auf. Die Geschäftsführung, okay. Wasserspeicherstatus. Wenden Sie sich umgehend an den Betriebsleiter. Natürlich ist hier überall fehlerhaft und hast du nicht gesehen. Offline, kennen wir ja schon. Sicherungstürsteuerung, Tür öffnen. So nicht. Können wir machen. Was ist für's? Psst. Klar. Wir sind schon eine Weile unterwegs. Ich würde gerne mal mit dir reden. Yeah, Baby. Was gibt's? Worüber willst du denn reden? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten, aber... Das mit dir gibt mir das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Es tut gut, wenn jemand auf einen aufpasst. Vor allem ist das ziemlich nervig. Vor allem ist das ziemlich nervig. Da gebe ich dir verdammt nochmal recht. Ich muss sagen, du bist noch nicht umgekippt. Respekt an dich. Kämpfen ist sowas von 2077. So, können wir weiterreden? Hey. Entschuldigung. Ich würde gerne mit dir reden, wenn du möchtest. Was gibt's? Worüber willst du denn reden? Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten, aber das mit dir gibt mir das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Es tut gut, wenn jemand auf einen aufpasst. Vor allem, weil man nie weiß, wann das Institut zusieht. Werd nicht rührselig. Werd hier jetzt nicht rührselig. Oh, ich wollte dir gerade von meiner ersten Maulwurfsratte Bessie erzählen, die wir einschläfern mussten. Manche im Hauptquartier sind neidisch. Du hast geschlafen und jeder, den du kanntest, ist lange tot. Aber das hat auch was Gutes. Wenn ein Mensch in der Railroad einen Fehler begeht, sind Freunde und Familie in Gefahr. Dir kann das nicht passieren. Freunde in Gefahr? Du bist ein Sünd, hast du Freunde? Warum sollten die Leute, die ihnen was bedeuten, in Gefahr sein? Wenn die Runner die Türen eintreten, nehmen sie nicht nur die Unterschlupfe der Railroad ins Visier. Auch Freunde und Familienmitglieder hat es schon erwischt. Ob das Institut von Rache oder falschen Informationen getrieben wird, macht für die Hinterbliebenen keinen Unterschied. Mir ist das egal. Ich bin ein Sünd. Zumindest erzählt man mir das. Ich habe also eigentlich nichts zu verlieren. Für Glory, mich und die anderen ist es einfacher, wenn wir uns der Sache widmen. Du bist ein Sünd? Oh mein Gott! Wer hätte es gedacht? Du bist ein Sünd? Warum hast du mir das noch nicht gesagt? Ich rede nicht gerne darüber. Ich war einer der ersten Sünds, bei denen der komplette Schädel-Reboot durchgeführt wurde. Da wurde leider etwas gepfuscht. Die meisten Sünds haben falsche Erinnerungen. Ein Zuhause, Familie. Ich hab nichts. Und das spielt einem so manchen Streich. Da wir gemeinsam unterwegs sind, möchte ich dir das geben. Mein Rückrufcode. Wenn du etwas über das Institut erfahren möchtest, lies ihn mir vor. Beweis fordern? Wenn ich dir glauben soll, brauche ich einen Beweis. Okay, erwischt.
Dir kann man nichts vormachen. Nimm's nicht persönlich. Ich lüge jeden an. Vielleicht bin ich ein normaler Mensch, der seine Leute daheim beschützen will. Vielleicht aber auch nicht. Bist du jetzt ein Sint oder nicht? Du könntest trotzdem ein Sint sein. Bist du einer? Bevor ich darauf antworte, sollte es höhere Wetteinsätze im Hauptquartier geben. Geld für die Bierkasse. Dieser Code ist die harte Wahrheit. Man kann nicht jedem trauen. Selbst wenn jemand aufrichtig klingt, könnte er ein Sint-Ersatz des Instituts sein. Das Problem liegt darin, die 90% der Zeit zu erkennen, in der jemand ehrlich ist, und die 10%, die man verarscht wird. Er ist kein Stück schlauer. Hey. Was? Höchstpersönlich. Was meinst du? Dem nächsten Rekruten erzähle ich, dass ich Präsident Eden bin. Glaubst du, ich schaff das? Ja, okay. Ein andermal. Du bist suspekt, mein Freund. Du bist suspekt. Na gut. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Vielleicht werden wir eines Tages die Wahrheit über ihn erfahren. Zumindest hoffe ich es. Ja, der ist doch ein Sünd. Der macht doch nicht die ganzen Operationen mit, weil er Spaß hat. Nicht lang verstecken. Au! Wieso habe ich was abbekommen? Mistkerl! Wurde erwischt. Attacke! Mistkerl! Totgestampft habe ich ihn. Bitte was? Sehen wir, ob noch was Nützliches da ist. Er ist aus dem Bild gesprungen. So, Lederrüstung, was auch sonst. Und gib mir die Dose her, ich brauch sie. Jetzt wird gekämpft. Wie viele gibt's von euch noch? Schon wieder! Schau mal. Das Geschäftsmodell. Wir so, verursacht 10 Punkte Kryo-Schaden und friert Ziele bei kritischen Treffern ein. Ist beides nicht schlecht, ne? Arbeiten mit einem Leichenhaus zusammen. Könnte funktionieren, oder? Weiß nicht. Ja, ihr Schmelzen ist schon eine coole Sache, aber... Einfrieren, aber nur bei kritischen, ne? Wir müssen erstmal einen kritischen landen, damit er eingefroren wird. Eine Waffenwerkbank. Oh, eine provisorische Batterie. Das ist schon mal gut. Aber theoretisch müssen doch die Batterien auch mit Atomkraft versehen sein. Weil die stehen halt alle auf Atomkraft. Du wirst zu Boden gehen. Bedrohlich. Jetzt stirb doch mal. Da kann ich mal so viel leben, ne? Vielleicht sollte ich mir ein bisschen was reinziehen. Wasserprobleme haben wir jetzt gar nicht mehr. So, Hilfsmittel. Ich kann mir so viele Stimpacks reinziehen, wie ich möchte. Wir haben auf jeden Fall schon ziemlich viele Blutproben. Müssten sie eines Tages mal abgeben. Ich weiß ja gar nicht, wie viele wir überhaupt brauchen. Ich vermisse das Ödland der Hauptstadt. Hier ist sogar das Wasser trinkbar. Du warst im Ödland der Hauptstadt, Deacon? Wer warst du denn? Bist du der Sünd, den wir damals in Fallout 3 gefunden haben? Und sieht den Rücken verdammt merkwürdig aus. Könnte schon sein, ne? Dass die Railroad ihn da mitgenommen hat. Schlussendlich ist er hier gelandet. Natürlich haben wir in Fallout 3, glaube ich, verraten, soweit ich weiß. Weil ich immer ein Arschloch bin. Egal in welchem Spiel. Na gut, schade. Hier war nichts Großartiges oder ich habe irgendwie was verpasst. Aber hier war doch ein Terminal. Das heißt, hier muss es doch irgendwo eine kleine Geschichte geben. Aber hier oben waren wir auch schon. Und hier war auch nichts.
Crazy, 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 crazy. Wir gucken auf die Karte. Die Karte sagt mir gar nichts, weil unsere Mod das nicht erlaubt. Okay. Schon mal sehr gut. Schon mal ein guter Ansatz. Danke. Einfach da. Ja, bei 50% müsste er uns eigentlich Geschäft geben, ne? Konzentrier dich auf wertvolles Bergungsgut, sonst brichst du dir mit dem Müll noch das Kreuz. Was haben alle meine Begleiter mit meinem Stuff, was ich mitnehme? Lasst mich doch mitnehmen, was ich möchte. Mischt euch doch nicht ein. Ne, wir haben ja die Truhe gefunden, ne? Wir haben ja die letzte Truhe gefunden. Wo quasi das ganze geile Zeug ist. Also in Anführungszeichen geiles Zeug, das war halt alles scheiße. Aber es war halt die Loot-Truhe des Levels. Und damit haben wir das abgeschlossen. Dann gehen wir einfach weiter Richtung Süden. Was kann schief gehen? Oh. Falsch gedacht. Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Also das da kannst du ziemlich gut. Zu gut. Hast du Angst vor mir? Kannst du ruhig haben. Viele Leute haben Angst vor mir. Ja, nicht, weil ich eine Knarre habe oder tödlich bin, sondern weil ich verrückt bin. Nein, ich bin doch nicht verrückt. Na, ein bisschen vielleicht. Nichts gesehen. Ich habe es gehört. Jetzt wollt Spielchen mit mir spielen, was? Er gehört, kann er es haben. Roadside Motel. Okay, ich gehe mal einen Schritt zurück, ja. Wie die mich einfach noch sehen können durch die ganzen Dampf, aber ich kann es nicht. Ihr dämlichen Cheater hier. Ja, sowas gibt's also. Steht da eine Power-Rüstung? Hättest einfach weglaufen sollen. Wieso steht die einfach... Wieso kann ich sie... Das ist mal ein netter Workout. Wieso kann ich die Power-Rüstung stehlen? Ups. Was ist denn hier schon wieder schiefgelaufen? An der du sterben sollst. Die Power-Rüstungs-Bugs ist. Der ist einfach seltsam. Und ist einfach Typ hinter dir, weil er war die ganze Zeit hinter dir. Wieso tötest du ihn nicht? Du bist ein Depp. Wie alle anderen Begleiter auch. Und da haben wir die Loot-Ruhe. Aber der richtige Punkt war tatsächlich die Power-Rüstung, die wir anscheinend stehlen können. Was ist? Wie sollte ich da hinkommen? Kann ich nicht erreichen, Boss. Hier drüben. Na klar doch. Auf keinen Fall. Idioten. Ich war da schon. Vor allem stehlen. Ich komme doch nicht rein. Was? Mein Fusionskern! Achso, ich bin drin. Hoppla. Wieso kann ich die. Wieso stehle ich die Rüstung? Das ist seltsam. Und das ist seltsam. Ich verstehe den Bug nicht. Aufgepasst. Was brauchst du? Weißt du was? Nein, komm. Lass die hier stehen. Ganz ehrlich. Hab ich keinen Bock drauf. Gene. Hallo Gene, wer bist du denn? Was ist das denn für ein Hund? Entschuldigung? Hallo. Du siehst aus, als könntest du einen Hund gebrauchen. Der beste Freund des Menschen, oder? Warum verkaufen? Warum verkaufst du sie? Ach, ich will eigentlich gar nicht. Aber ich liebe Hunde und muss irgendwie Geld verdienen.
also züchte und verkaufe ich sie. Es geht mir mal wochenlang schlecht, wenn ich einen verkaufe. Aber dann gibt es einen neuen und es geht von vorne los. Okay, komm, ja klar. Wir sind im Geschäft. Ach ja? Wirklich? Ich meine, sie ist wirklich toll, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte sie nur nicht an jemanden verkaufen, der sich nicht gut um sie kümmert. Ich kümmere mich doch gut um sie. Ich werde mich gut um sie kümmern. Keine Sorge. Weißt du was? Ich habe meine Meinung geändert. Ich glaube, ich will sie doch nicht verkaufen. Weißt du, Munition ist nicht billig. Können wir dir was zahlen, damit du dich totstellst? Hallo. Ich hab's mir anders überlegt. Sie steht nicht mehr zum Verkauf. Ist tot. Okay. Soll das mal einer begreifen? Hä? Was? Warum? Ich hab's mir anders überlegt. Sie steht nicht mehr zum Verkauf. Was für ein nutzloser Charakter bist du denn? Jetzt mal ehrlich. Läuft mit dem Hund durch die Gegend? Und ich denke mir, ja, cool. Bedeutet, wir sollten schleunigst verschwinden. Ich einen zweiten Hund? Am Arsch! Der verarscht mich einfach. Männer. Alter, ich passe hier nicht durch. Ja, Infektion, bla bla bla. Stellen wir uns Antibiotika ein. So weit wechseln wir von zu Hause nicht, ne? Oder doch vielleicht doch ein bisschen. Jetzt ist wieder 21 Leute. Muss man nicht verstehen. Ja. Kacke, ich hätte gerne einen zweiten Hund gehabt. Als ob er wusste, dass ich das gar nicht ehrlich meine. Hä? Das ist meine Markierung, aber... Warum soll ich denn da das Zeug bergen? Ist irritierend. Na gut. So, ich wollte genau an die Laborstation gehen und Heilung, Antibiotika herstellen. Apotheker. Okay, wir müssen jetzt damit. Wir müssen jetzt damit leben. Wir müssen damit leben, dass wir krank sind. Bis wir Antibiotika finden. Oder bis wir ein Level-Up haben, um Apotheker auf 1 zu machen. Und wenn wir das nicht können, müssen wir noch länger leben, um Apotheker auf 1 zu kriegen. Also vor Intelligenz pushen. Aber ich glaube, ich bin sehr intelligent. Das dürfte eigentlich kein Problem darstellen. Ah, Strahlung. Du sagenhafter Mistkerl. Ja, Apotheker. Scheiße, Mann. Wieso habe ich da nicht zuerst drauf geachtet? Ah, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Ja, deine Infektion breitet sich aus. Scheiße. Mir wird irgendwie doch ein Arm abfallen, glaube ich. Ich glaube, mir wird eiskalt ein Arm abfallen. So, hier waren wir bereits, ne? Ja, die Stadt kennen wir schon. Dann. Auf meiner Karte, die ich rechts neben mir habe, sehe ich hier noch ein Polizeirevier und da noch irgendwas anderes. Ja, ich habe jetzt eine Karte organisiert, damit wir nicht ewig suchen. Deswegen laufen wir jetzt durch.
Dann ist gut. Okay, zwischendurch ein paar Leichen finden. Polizeirevier Attic. Haben wir noch Bücher dabei oder habe ich sie schon abgelegt? Nein, ich habe keine Bücher dabei, schade. Die habe ich alle bei mir zu Hause, ist wahrscheinlich. Ja, den da hinten geht's gut, den Supermutanten. Wir hatten doch so einen tollen Schuss weg. Holy shit! Ich habe ein Problem. Oh Gott! Ich bin so gut wie tot. Holy shit! Ihr kommt zu spät! Ernsthaft? Du wolltest mir auf den Kopf springen? Auf zu landen! Lass keinen Mutanten am Leben! Oh Gott, nein! Ich hab's doch nicht so gemeint! Geschäftsmodell. Wir arbeiten mit einem Leichenhaus zusammen. Könnte funktionieren, oder? Ich hoffe, die sind jetzt nicht böse auf mich. Augen auf! Ernsthaft? Sie haben sich versteckt. Okay. Eine Panzerung gehabt. Naja. Soll mir egal sein, ich nehme deine Munition gerne. Metallrüstung, Beweglichkeit, Wahrnehmung. Ja, super, geil. Nicht mal Fusionskern bekommen, weil das kein richtiger war. Huch. Da brauche ich den Schlüssel. Ob hier wohl im Knast jemand war? Schön. Hast du einen Schlüssel? Nein. Die Infektion breitet sich aus. Ach. Wunderschön, ich werde drauf gehen. Ich werde einfach drauf gehen. Ich kann natürlich auch jederzeit zum Arzt gehen. So ist es nicht, aber. So habe ich eigentlich keinen Arzt als Begleiter. Den würde ich. Ich würde den Arzt immer mitnehmen, auch wenn ich ihn bezahlen müsste. Würde einen Arzt als Begleiter würde ich feiern. Nicht ganz ehrlich. Kein Schlüssel? Nichts? Das muss... Ne, das ist nicht der Rest des Gebäudes, das ist ein anderes Gebäude. Irgendwo... Oh, was haben wir denn da gefunden? Irgendwo muss hier ein Schlüssel sein. Nachricht an Claire Posinski. Dinner, heute Abend. Du, ich und Arthur Black. Die Reservierung ist um 7 im Cornerstone Grill. Keine Angst. Ich sorge dafür, dass sich Arthur benimmt. Er wird sicher nicht wieder den Kellner wegen einer vergeigten Bestellung abstechen, wie das eine Mal in Charlestown. Liebe dich. Hast du das Gefühl? Ende der Aufnahme. Ich muss hier rein, um den Schlüssel zu holen. Habe ich so ein Gefühl. So, da ich mir gerade Panikkraft ja ganz viel Wasser reingezogen habe, würde ich sagen, trinken wir mal ein bisschen. Ach, das war die Todeskralle, die hier gewütet hat. Ah, ich erinnere mich. Damals. Ein paar Folgen. Aber wo könnte denn der Schlüssel sein? Und
Und das draußen war ja der einzige Supermutant, der das Ganze überlebt hat, den ich dann getötet habe. Deswegen lag er draußen. Schlüssel? Wo könnte der Schlüssel denn sein? Also eventuell kann ich mir nur vorstellen, dass es vielleicht eine Quest sein könnte. Und das war's, aber mehr... wüsste ich nicht, wo der Schlüssel sein könnte. Ist das Geräusch? Ja, es bedeutet, wir sollten schleunigst verschwinden. Dreck. Zum Glück habe ich mein Jetpack. Na gut, hier ist nichts. Schade, kein Schlüssel. Stimmt, ich wollte ja meinen Augenbot besuchen, ne? Obwohl, das Polizeirevier habe ich jetzt, ne? Das Polizeirevier war ja da, habe ich jetzt. Und dann ist hier im Wasser noch was. Vielleicht gehen wir einfach mal ins Wasser rein. Und somit könnten wir vielleicht einen Schlüssel finden. Wer weiß. Und dann können wir gerne zum Augenbot gehen. Die Frage ist nur, kann ich das mit meiner V-Rüstung einfach machen? Da, ich muss auf die Insel da hinten. Ich wollte gerade sagen, so tief ist das gar nicht, aber doch. Die Infektion breitet sich fröhlich aus und macht mir immer mehr Schaden. Ist das nicht schön? Ich auch. Und auch. Definitiv. So, geht mein Jetpack unter Wasser? Nein. Ich hoffe, ich laufe richtig. Es geht hier immer tiefer. Oh Gott. Ich will ja nicht runter. Ich muss doch langsam hochgehen. Die Radioaktivität steigt doch. Ins Unermessliche. Hier sind ja überall, wurde hier Gift ins Wasser geschleudert. Sind die eigentlich alle besoffen gewesen oder was? Umweltbewusstsein war wohl damals nicht so ihre Stärke. Bin ich dran vorbei? Das war beim Polizeirevier hier. Oh. Geh durch. Achso, da war nur jemand tot. Muss beim Polizeirevier hier oben sein. Gehen wir zum Polizeirevier zurück. Ist es ein Stück weiter oben im Polizeirevier? Ich glaube, ich schwimme. Das dauert mir zu lange. Ah ja, Infektion breitet. Ich weiß, Bro, ich weiß. Nicht gesund. Überladen, oder? Aber nur ein bisschen. Oh, ich hab zwei Antibiotika. Cool. So leicht geht das. Und ich würde sagen, ich esse noch mal ein bisschen Redhirsch. So. Oh nein, ich hab's schon wieder getan, ne? Ich hab's vergessen, ich weiß. Lake? Hast du nicht gesehen, okay. Was ist das alles? So plätschert das hier. Ist Regen oder was ist das? Ein Reifen, okay. Okay, trinken wir aus der Toilette, währenddessen wir im Wasser sind. Mhm. Das ergibt Sinn. Na gut, gehen wir zurück. Das war wohl nichts. Schade, schade, schade. Wer weiß, was sich da in dem See befindet, aber ganz ehrlich, ich werde ihn jetzt nicht durchwühlen. Das geht mir doch ein bisschen zu weit.
Problem? Wo habe ich meine Power-Rüstung gelassen? Da steht sie doch. So. Gut, Freunde, wir haben einen See erkundet. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen auf der Karte umsehen, die ich jetzt hier aufhabe, und gucken, wo wir als nächstes hingehen. Oder wo wir als nächstes hingehen können, besser gesagt. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu einer neuen schönen Folge. Haut rein, euer Zero. Tschüss.